Mincentis. Der bekannteste Berg der Bodenseeregion wird zum Filmstar. In diesen Tagen startet eine internationale Werbekampagne mit Liebeserklärungen an Sentis. Und zwar von Leuten, die ganz nah, aber auch ganz weit weg vom Sentis leben. Dominik Ledergerber. Ich habe mit meinem Vater 1953 das erste Mal ruhen. Mein Vater musste Musik machen. Und da vergesse ich natürlich meine Lebtung nie mehr. Das ist wirklich inspirierend. Es ist beruhigend. Entspannend. And I don't know, for some reason you feel like just thinking about life. Ein Wahrzeichen, ganz viele unterschiedliche Wahrnehmungen. Das ist «Mein Sentis», die neue Image-Kampagne von der Sentis Schwebebahn AG. Hinter dem Film steckt St. Galler Kommunikationsagentur am Markt, die ab Oktober 23 Filmporträts veröffentlicht und der Sentis ins beste Licht rückt. Wir haben geschaut, was im Sentis seine Qualitäten sind, und die sind enorm vielfältig. Und für die einen gemeinsamen Nenner finden, ist nicht einfach. Und darum haben wir den Spiess umgekehrt und haben uns gesagt, es gibt so viele individuelle Geschichten, einzigartige Erlebnisse, da lassen wir doch lieber die Leute zu Wort kommen, die einen Bezug zum Sentis haben. Es ist eine edle Kampagne, aber auch eine aufwendige. Dass dieser Aufwand aber belohnt wird, sind die Macher überzeugt. Ja, vor allem, dass der Sentis, der Markensentis emotionalisiert wird. Und letzten Endes meinen wir natürlich auch, dass die Leute auf den Sentis kommen, weil wir ihnen so schöne Geschichten vom Sentis erzählen. Und mittelfristig natürlich, wenn man das ganz oft gesehen wird und dass es die Leute gerne anschauen. Aber so ist Schweizer Wahrzeichen, soll man nicht nur anschauen. Mit einem Wettbewerb erhofft sich die Kommunikationsagentur, dass möglichst viele Leute ihre Sentis definieren. Die Leute können also ihre Videobotschaft einschicken. Sie können eine Kamera gewinnen oder eine individuelle Bergführung. Und das läuft wie geschmiert, hat uns die Kommunikationsagentur mitteilt. In den letzten zwei Tagen sind auf der Facebook-Seite schon über 50 Videobotschaften eingegangen mit ganz unterschiedlichen Leuten und ganz unterschiedlichen Definitionen, was ihnen der Sentis eben bedeutet. Mit dieser Image-Kampagne soll der Sentis zum internationalen Star aufsteigen. Denn auch wenn Geschichten rund um den bekanntesten Ostschweizer Berg ganz unterschiedlich sind, Emotionen weckt der Sentis bei allen. Es ist ein Ort, den ich jedem wärmstens empfehlen kann, wer ein bisschen Ruhe und ein bisschen Freiheit will.